Hallo und Servus zu einem neuen Teil unserer Frankreich-Tour. Ja, wie am Ende des letzten Videos schon gesagt, geht es auch heute wieder durch die Tarnschlucht. Wir fahren ca. 12 Kilometer zurück nach La Malene und von dort aus machen wir dann eine Bootstour mit einer Barke. Ja, wir hoffen, dass das alles so funktioniert, denn wenn wir die Maya nicht mitnehmen dürfen, dann fällt es natürlich aus. Wir bekommen weit über 30 Grad wieder heute und wir können sie natürlich nicht im Wohnmobil alleine einsperren. Ja, mal sehen, wie es so wird. Aufregend wird auf alle Fälle die Fahrt dorthin wieder für mich. Die Felswände, die hängen so weit über die Straße und ich habe dann immer das Gefühl, wir sind dann die Ersten, die ein Oman Cabriolet fahren. Weil ich immer befürchte, dass wir anfahren an den Felsen. Ja, es wird wieder spannend für mich, aber... Aber ich habe das schon im Griff. James hat das ganz gut im Griff, der Fahrer, genau. Ja, ist ein bisschen angeschlagen. Wir sind ja etwas altmodisch und wenn es heiß ist, machen wir immer noch gerne die Fenster links und rechts auf. Das hat auch bisher sehr gut funktioniert. Jetzt hatten wir aber vorgestern 40 Grad. Und dann haben wir die Klimaanlage eingeschaltet und siehe da. Ergebnis? Keine Stimme mehr. Es ist passiert. Also in Zukunft wieder Fenster auf. Ist besser. So, dann geht's jetzt los und wir sehen uns in La Malene. Beim Bootfahren. Genau. Wir sind jetzt in La Malene. Hier gibt es einen großen Parkplatz mitten im Ortszentrum, auch für Busse ausgewiesen. Hier hat man genügend Platz. Ja, und von hier startet dann diese Bootstour. Jetzt schauen wir mal und hoffen, dass wir ein Ticket bekommen. Los geht's! So, wir haben tatsächlich zwei Tickets ergattert. Also wir bezahlen 24 Euro pro Person. Hier geht's los. Die ganze Bootstour dauert eine Stunde auf dem Wasser und dann wieder 20 Minuten zurück mit dem Shuttle. Die Maya ist kostenlos. Ja, wir freuen uns drauf. Thank you.
Hier ist Endstation nach einer Stunde. Also es war traumhaft schön. Wenn ihr in der Gegend seid und die Zeit habt, macht es. Es ist wirklich wahnsinnig schön gewesen. Wir haben auch viel erfahren, aber das erzählen wir euch dann. Wir sind zurück von unserer Bootsfahrt auf der Tarn. Ja, es war wirklich wunderschön. Es war ein Erlebnis. Und obwohl es so heiß ist, war es relativ angenehm. Die Kühle vom Wasser hat man dann doch gespürt, einen leichten Wind. Und ja, man sitzt auch sehr bequem auf diesen Barken. Und unser Bootsführer, der Axel, hat gemeint, dass der Juni eine super Zeit wäre für eine Bootstour, weil da eben noch nicht so viele Touristen unterwegs sind. Ab Juli sind es dann täglich ca. 2500, die da auf diesem Abschnitt mit dem Kajak unterwegs sind. Das ist schon Wahnsinn. Ja, auch die Uhrzeit war sehr gut. Wir waren vormittags um 11.20 Uhr und da steht die Sonne im Rücken. Das ist dann schöner für die Aufnahmen. Also es war wirklich perfekt. Ja. Und über eine Strecke von ca. 2 Kilometern fährt man durch ganz imposante Felsen. Und da meinte eben auch Axel, das sieht man von der Straße nicht ein, das kann man also wirklich nur vom Fluss aus sehen. Da gibt es auch keine Wanderwege, wo man den Blick hätte in die Schlucht. Also das war wirklich fantastisch. War ganz, ganz toll. Natürlich könnte man sich auch selbst ein Kajak mieten, das ist auch kein Problem. Für uns war es besser so mit der Maya und ja, generell war es uns lieber so. Genau. Ja, der Wasserstand ist momentan sehr niedrig. Normalerweise ist er 2 bis 4 Meter höher. Also es wird dringend um Regen gebeten hier. Es ist unwahrscheinlich trocken und dementsprechend natürlich der Wasserstand sehr niedrig. Wir haben uns entschlossen, einen Regentanz dann zu vollziehen. Aber erst wenn wir aus Frankreich raus sind. Ja, den zeigen wir euch aber nicht. Genau. Ja, wir haben auch sehr viele Geier gesehen. Die sehen wir hier übrigens überall. Und die wurden hier in den 90er Jahren angesiedelt. Da hat man 17 Stück aus den Pyrenäen hier angesiedelt und mit toten Tieren gefüttert. Und mittlerweile sind es über 2500. Genau, also eine sehr erfolgreiche Aktion. Ja, wunderschön anzusehen. Wo gibt es die schon noch? Ja, auch für Sportfischer ist der Tarn ein Paradies. Da gibt es viele Forellen. Und Hechte. Und Hechte, ja, bis zu 1 Meter groß. Ja, also wirklich ein Naturparadies. Falls ihr hier mal in der Gegend seid, also man kann hier locker eine Woche verbringen, glaube ich. Es ist wirklich schön und es gibt auch einen Campingplatz, den Plaquiere heißt der, ich schreibe es drunter. Der ist direkt am Fluss. Genau, und von dort aus kann man auch baden in der Tarn oder im Tarn. Er ist da auch sehr tief an der Stelle. Ja, also wer da Lust drauf hat, sehr einfacher Camping, aber wie gesagt direkt am Fluss und sehr schattig mit Zugang zum Baden. Genau. Ja. Ja. Wir fahren jetzt weiter an durch die Schlucht entlang und ja, mal sehen, was uns noch erwartet. Anschließend geht's durch die Sivennen. Ihr werdet sehen. Dann viel Spaß weiterhin. Bis dann. Bleibt dabei. Nach unserer Bootstour sind wir jetzt über Le Rosier Richtung Mairouaise unterwegs. Auf dieser Strecke fahren wir durch die Gorges de la Yonte, die übrigens schon in den Cevennen liegt. Ja, und landschaftlich mal wieder ein absolutes Highlight. Tag 3 unserer Fahrt an der Tarnschlucht entlang.
Ja, wir hatten eine ruhige Nacht in Mayreuth und sind heute wieder unterwegs durch die Cevennen. Wir fahren wieder Richtung St. Enemy. Dann ist unsere Runde beendet. Und auch hier gibt es einen Aussichtspunkt. Da haben wir jetzt einen kurzen Abstecher gemacht. Das sind 7 Kilometer. Wie der heißt, zeige ich euch jetzt. So, so heißt der Aussichtspunkt. Und hier geht's lang. So, die Zielflagge weht auch schon. Hier geht's zum nächsten Aussichtspunkt. Hier unten liegt St. Celi, ein kleines Dorf, und unser nächstes Ziel. Das ist dann schon kurz vor St. Enemy.
Unsere Fahrt durch diese Wellen ist beendet. Es war nicht der Bringer. Ja, es war jetzt nichts Besonderes. Es war lediglich eine schöne Bergstrecke, aber auch nicht mit irgendwelchen schönen Ausblicken oder so. Also ja. Nur hügelige Wälder. Genau, wir verbuchen das jetzt einfach als schöne Fahrstrecke, aber nichts Besonderes und fertig. Genau. Ja, wir sind jetzt schon in der Provence, Anfang der Provence, genau. Offenbar in der Region der Grillen. Wir hören nur noch Gezirpe hier. Nachts geben sie Gott sei Dank Frieden, die kleinen Dinger. Aber es ist ein ohrenbetäubender Lärm tagsüber. Das ist Wahnsinn, wo Bäume sind, sind die Grillen. Ja. Gehört zur Natur. Ja, gehört zur Natur. Ist ja auch schön, aber ein bisschen leiser wäre auch nicht schlecht. Ja, wir freuen uns jetzt auf alle Fälle auf die Lavendelfelder. Die gibt es aber erst im nächsten Teil. Denn wir beenden hier dieses Video. Video Nummer 12. Wow, 12 Stück schon. Sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Für die vielen Daumen nach oben. Für die vielen Kommentare. Ja, und wenn es euch gefällt, abonniert auch gerne kostenlos diesen Kanal. Und tagesaktuell gibt es natürlich wie immer Bilder auf Instagram. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei den Lavendelfeldern wieder mit dabei wärt. Und sagen bis dahin. Die Fahrstrecke haben wir auch aufgeteilt. Ah, genau, die Fahrstrecke kommt natürlich noch, genau. Ja, dann bis dahin. Servus. Servus von den Reisefanaten. Tschüss.